Zimmer werden, anders als Straßen, bei mir einmal hoch und dann wieder runter durchnummeriert. Das heißt, das ist die 1. Oder sagen wir 001. Das ist dann die 002. Oben drüber fängt es dann an mit der 101. Also mit der 101. Das ist alles Holz hier. Ach, da hätten wir sogar noch einige gehabt. Nee, Kisten brauchen wir dann doch nicht ganz so viele, nur 2. Das ganze Holz, das kann erstmal wieder hier rein. Und man sieht auf jeden Fall, das wird ziemlich aufwendig später sein, die Zimmer zu machen. Aber es ist nicht unmöglich, die gut und schnell hinzukriegen. Mit ein bisschen Mühe, Einsatz und einer guten Rohstoffverteilung wird das schon passen. So, hier lasse ich den erstmal offen. Da kommt noch eine Reihe Sandstein drum mit einem Zaun dann. Haben wir noch ein bisschen was? So. Dann machen wir einfach mal so weiter. So weit wie wir kommen. Was mache ich mit dir? Ja, von mir aus darfst du erstmal hier stehen bleiben. So. Dann gehen wir mal da hinten hin und farmen mal ordentlich Sandstein, bisschen Cobblestone. Ja, gut, dass ich hier das Ding offen gelassen habe. Hier kommt wahrscheinlich sogar noch ein Ausgang hin, also das wäre ja ziemlich blöd, wenn ich auf der Seite keine Ein- und Ausgänge habe und die Sonne geht gerade unter und wir stehen hier gut beim Bett. So. Dann spawnt auch gerade mal nix. So. Fangen wir am besten hier oben an, wo wir schon angefangen haben. Und nehmen den Kies gleich auch mit. Dann ist er weg. Können wir ja auch wunderbar verwerten. So. Was willst du denn? Mich in Brand setzen? Das will er. Na, wir werden schon nicht dran sterben. Sagte er und starb. Gehen wir lieber noch ein bisschen höher. Ich möchte wirklich meine Ladung Sand mit nach Hause bringen und nicht hauptsächlich Cobblestone. Denn davon haben wir nicht mehr so den hohen Bedarf und wir farmen sonst massig schon davon. Bin mal gespannt, ob ich ein tapferes Helferlein finde, der hier Inseln abbaut.
Ja, schön. Übrigens, wenn ihr das Video seht, ihr braucht euch nicht bewerben. Das Video ist jetzt auch schon wieder 3-4 Wochen alt. Von daher ist es auch schon alles getan. Und außerdem nehme ich ja vorrangig wirklich nur Leute, die ich kenne. Und die auch, ich sag mal, auf meinem Minecraft-Server mitspielen und dort fleißig sind. Unser Server ist übrigens Community-intern. Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht auch Leute aufnehmen, die nicht in der Community sind. Das ist in der Vergangenheit auch schon oft vorgekommen. Sind auch alles nette Leute und oh, ich finde schön, dass sie zu uns gestoßen sind. Sag mal. Was? Das war jetzt aber mal interessant. Am helllichten Tag 4 Zombies. Ich glaube, das mit dem Sandstein wird wirklich noch ein Problemchen. Naja, Problem jetzt nicht direkt, aber wir werden wohl noch woanders Sandstein herholen müssen. Das Gebirge hier können sie dann nächste Mal auch schon in die Mangel nehmen, wenn sie da drüben fertig sind. Ja, das ist aber auch noch ein schönes Stück. Boah, wie viel Kies hier ist. So. Dann kann man hier mal eine Treppe reinschnitzen. Ich glaube, weiter in der Richtung. Ja, hier an der Küste sind noch ein bisschen, aber richtig viel Sand ist hier nicht mehr. Dann machen wir erstmal den Brocken hier weg. So, die eine Baustelle, wo wir Sand hergeholt haben, haben wir jetzt schon recht gut wieder hingebogen. Da machen wir uns gleich die nächste Baustelle. Das hier ist ja eh was anderes. Das soll ja auf was bis auf Wasserhöhe alles weg. Achso, das ist der Hund, der hier rumsteht. So. Wann ist das hier tief? So. Hm.
So, alles schön einsammeln. Ach, wir sind voll. So, dann sammeln wir erstmal. Also wenn man zumindest 2 Sandsteine daraus kriegen würde. Das würde die Wüsten zum großen Teil verschonen. Na gut, wir haben jetzt hier auch eine Sandfläche ohne Sandstein. Das muss man auch noch dazu sagen. Normalerweise würde man jetzt ja auch noch durch Sandstein ordentlich Sandstein kriegen. So, heute werden wir erstmal hauptsächlich farmen. Dass wir mal eine ordentliche Ladung Sandstein zustande kriegen. Und dann nächste Mal hauptsächlich bauen und die anderen abbauen lassen. So. Graben wir uns einfach mal hier durch den Dreck durch. Den können wir auch gleich verbauen. So. Ja, richtige Richtung. Wollte ich nur mal nachschauen. Ja, hoch. Wah! Na. Skelette waren schon immer widerlich, aber jetzt sind sie verdammt widerlich. Uiuiui. Da ist ja eine richtig große Höhle drunter. Vielleicht kriegen wir mit dem ganzen Dreck und Kies sogar noch unsere Wiese fertig. Können wir mal gucken. Jetzt erstmal schnell ins Bett, bevor die Monster spawnen. Warten. Davon haben wir sogar noch einen Stack und die Lücke da ist zu, was auch schön ist.